Ich finde, es ist ein geeigneter Zeitpunkt mit 18 Jahren und natürlich auch noch mit dem Sieg in seinem letzten internationalen Grand Prix. Also besser und schöner hätte das Weihnachtsgeschenk nicht ausfallen können. Und ich finde es toll, dass er sich so präsentiert hat und auch so sich aus dem Sport verabschiedet. Was mir mega viel Spaß macht und ich glaube ihm auch, ist in der Kür starker Galopp auf einem Piorette und zurück die Wechsel. Also da kann ich jetzt eigentlich so richtig knacken lassen, wenn er so richtig gut drauf ist. Und das hat dann schon wirklich was mit starkem Galopp zu tun. Paddock und Koppel natürlich und irgendwann weiten wir das immer mehr aus, bis dass wir ähnlich wie bei all unseren anderen Pferden, wie auch beim Sachi, das wirkliche Weidepferd und Rentnerpferd haben. Aber vorläufig werden wir natürlich noch ein bisschen reiten. Und das wirst weiterhin du machen? Ja, es hat sich noch kein Freiwilliger gefunden. Schon ein extremes Charakterpferd und er hat mein Leben wirklich intensiv begleitet und hat mich auch richtig miterzogen. Wir haben uns versucht, gegenseitig zu erziehen. Das gelingt mal mehr, mal weniger. Aber eigentlich hat er in den letzten Jahren unheimlich konstante Leistung gebracht. Hat wirklich von 15 bis jetzt wirklich, ich meine, er hat fast eine Einzelmedaille gehabt in Aachen. Und er ist wirklich über sich hinausgewachsen und hat seinen ganzen Körper zum Sportler umfunktioniert. Und ich finde, dass er jetzt auch einen würdigen und schönen Abschluss verdient hat.